Herzlich willkommen, meine Freunde von Fettspielen. Mein Name ist Tim und ich spiele für euch den vierten Teil von Good Game Galaxy. Ja, ist schon ein bisschen her. Das, oh Gott, ich habe mich gerade verschluckt. Heilige Scheiße. Oh Gott, ich habe eine Katjeskatze gegessen. Oh, fuck. Aha. Ja, jetzt ist weg. Okay, das ist der vierte Teil Good Game Galaxy. Ich habe wie immer keinen Plan, wie es weitergeht. Hier gibt es eine neue Galaxie. Ja, alles klar. Okay. Endlich sind die angekommen, wir brauchen dringend ihre Hilfe. Heilige Scheiße, muss ich wieder von vorne anfangen? Nee, oder? Oh Gott, immer wieder muss ich von vorne anfangen. Naja, was soll's. Endlich sind sie angekommen, Kommandant, wir brauchen dringend ihre Hilfe. Das ist übrigens Army, legen wir los. Sieht gut aus, hört sich gut an. Zack, wir bauen hier unten direkt mal hier so ein Wohnmodul. Das kenne ich ja noch vom letzten Mal. Zack, das bauen wir hier hin, das hat dann ein wenig Dauer. So, das haben wir geschafft, abholen, dafür kriegen wir genau, Spannung steigt. Ach, das kenne ich doch alles noch, hier die Belohnung, Silizium und Erfahrungspunkte. Gebäude bauen, Fusionsreaktor, das ist meine nächste Quest. Hier wird mir natürlich alles angezeigt, das kann ich halt auch einfach wild klicken. Zack, der wird jetzt gebaut, dauert 4 Sekunden das Ganze. Hier oben können wir uns mal die Gegenstände angucken, das ist Titan. Ja, Fusionsreaktor gebaut, wir kriegen Erfahrung und Silizium, danke schön. Ich fand es nämlich damals ganz geil, das Spiel. Schade, dass es nicht weitergeführt wurde. Es wurde wegen unserer Likes-Regel, glaube ich, damals zerstört. Ja, wir machen uns ab und zu viele Regeln. Naja, wird alles besser. So, jetzt geht's hier ab mit, okay, Hasane. Ja, was haben wir hier? Wunder der Wissenschaft. Guten Tag, Kommandant. Mein Name ist Professor Wulfrich. Multigenius Lambda. So viel zusätzlich kann gut für mein nächstes Forschungsprojekt gebrauchen, ja. Also, ne? Ah, ja. Gebäude bauen, Forschungszentrum. Das mache ich schon mit links. Die stellen wir hier hin. Nö, es ist alles vorgegeben. Zack, 4 Sekunden. Und bumm, da ist es fertig. Die Forschungsstation ist gebaut. Es gibt 50 Erfahrung. So, nächstes. Ich liebe mein neues Labor. Es ist so schön weiß. Zurzeit experimentiere ich gerne mit Lasern. Laser. Laser auf Stufe 1 erforschen. Das geht hier in der Forschungszentrale Laserkanone erforschen. Sehr schön. Das läuft jetzt, dauert ein bisschen. Ja, da habt ihr ja schon gesehen, damit kann ich sofort fertigstellen mit Space Cache. Ja, habe ich damals schon eine Exkursion drüber gehalten. South Park Folge mit Space Cache. Beschreibt sehr viel über unsere Gesellschaft. So, die neue Laser wird Verteidigungsanlage sehr nützlich sein. Ja, jetzt bauen wir mal den Laser. Ja, da ein hin. Wie viel sollen wir bauen? 2. Das heißt, wir gehen danach ins Forschungszentrum. Abholen. Reicht schon einer. Glückwunsch, Kommandant. Level up. Level 3. Sehr schön. Das macht meine Gebäude und die Einheiten besser. Alles klar. Jetzt haben wir hier eine neue Angriff. Beste Verteidigung. Ah, wir sollen jemanden angreifen. Gebäude, baue eine Fabrik. Das heißt, wir gehen hier hin und bauen eine Fabrik. Die stellen wir natürlich dahin. Die dauert mal ein wenig länger. Mhm. So. Zack. Gebäude gebaut. Verpolen. Zack, da holen wir das ab. Neue Mission. Was haben wir hier? Weihen wir die neue Fabrik doch gleich mal ein, Kommandant. So, dann machen wir doch glatt. So, eine Scheiße. Aha, so. 8 konstruieren, das bauen wir. Sorry. Ja, so ist es halt. Heute ist Bauern Let's Play. Das ist ein guter Titel. Der Bauer am Mikro. Abholen. Genau. Was haben wir hier jetzt? Okay, alles klar. Gorgsbasis ansehen. Gorgsbasis angreifen. Ja, da gehen wir nämlich jetzt hier auf diese Fighting Map. Dann ist das die Basis. Dann gucken wir. Klicken, ansehen. Und let's angreifen, maximal. Komm, dann schicken wir alle drauf. Zack. Und da geht's hier von Front rein. Frontal geht's hier rein. Achso, wir müssen hier. So, zack, erst auf den Turm. Schöne Damage auf den Turm. Ja, komm, gegen 8 Schiffe kannst du gar nichts machen. Zack. Was ist hier? Siliziumschmelze auch im Arsch. Boah, wir gehen hier böse ab. Oh, guck mal, die armen Schweine. Bam, bam, alles zerstört. Sieg.
Sieg. Was kriegen wir hier? Bash-Punkte, Kampferfahrung, Silizium, Energie und Titan. Sehr schöne Sachen. Glückwunsch, Kommandant. Level 4. Dankeschön. Okay. Was ist das? Fraktionswählen. Oh. Ja, wer sieht denn cool aus? Ich will die hier, Lucky Star. Sind geil. Fraktion beitreten. Wählen Sie einen Namen für Ihre Basis. Fett spielen. Geiler Name. Geiler Name. Naja, geht nicht mehr. Dann nehmen wir das Fett Town. Fett Town. Fett Town ist in the game. Yo, jetzt geht's weiter hier. Was haben wir hier? Gebäude auf Stufe 2. Die Schaltzentrale auf Stufe 2. Aufrüsten. Das geht hier. Ausbauen. Zack. Kostet mich ein bisschen Mats, aber die habe ich scheinbar mehr als genug. Hier kann man dann auch die verschiedenen durchschalten. Hier habe ich eine Mail. Leider kann ich gar nichts anbauen, solange ich in dem Tutorium bin, glaube ich. Tutorium, was ich schon erzähle. Tutorial. Zum Glück. Zack, Basis erweitern. Ja, das mache ich glatt. Das geht hier und dann kann man hier die Basis erweitern. Ja, das ist ja gut. Machen wir. So, haben wir die Basis erweitert. Dankeschön. Hier am Anfang levelt man sich aber auch den Wolf. Hä? Zack, Gebäude auf Stufe 2, Titanwerk. Dunk, dunk, dunk. Wird getan. Und jetzt kann ich mal hier gucken. Guck mal, schön hier die Basis, oder? Wo schwebe ich hier eigentlich? Bei der Erde oder was ist das für ein Planet? Nein, die Erde ist das nicht, oder? Also den Kontinent hier kenne ich nicht. Ich glaube, den gibt es auch nicht. Zack. Baue ein Silo. Ich meine, hier wird mir alles vor. Das hätten sie auch sparen können. Zack. Ein Silo wird gebaut. Dauert jetzt schon ein bisschen länger. Ah ja. So ist das hier. Solange ich hier nicht irgendwelchen Stein beiseite räumen muss. Upsala, habe ich Husten. So, was haben wir hier? Zack, abholen. Was ist hier? Space Galaktischer Markt. Was soll ich kaufen? Ich will doch jetzt nichts kaufen. Nee. Ach Gott, was muss ich machen? Zack. Ressourcenpaket. Okay, das habe ich jetzt auch genutzt. Sehr schön. Gebäude bauen. Media Tower. Das ist doch mal was für mich. Oh Gott, wie süß ist der denn? Ah, das bringt mir plus Produktion ist das mehr. Gut, das ist doch ganz gut. Missionsmenü einklappen kann ich hier machen. Ne, das will ich jetzt aber auch nicht. Fertig. Abholen. Zack. Neue Mission. Level 5 erreicht. So, Sie haben die Einführungsmeisterschaft bestanden, Kommandant. Danke. So. Gebäude bauen, Laserkanone. Das heißt, wir brauchen noch eine Laserkanone. Die haben wir doch hier. Die sind hier bei Verteidigung. Da ist die Laserkanone. Nein, die stellen wir hier hin. Da finde ich sie gut. Dauert jetzt 20 Sekunden. Was ist das nächste? Beam hier, Bird Beam. Ja, der Bird Beam, der aus der Fernsehshow. Von der Beam Us Always Show. Aha. Sie wissen nicht, aber auf der Suche nach dem Sonderskick und ich habe etwas entdeckt. Mission annehmen. Eine Hornet konstruieren. Das geht, glaube ich, in der Werft hier. Einheiten konstruieren. Jetzt kann man hier Hornet maximal 5 konstruieren. So, die werden jetzt gebaut. Und dann gibt es hier noch, das ist schon, das siehst du, das wird schon gemacht. Hier auf den Gebäude bauen, Wohnmodul, das machen wir auch gleich noch. Das Force hier. Ein Stressout ist geguckt, mal schon 3 Quests wieder erledigt. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Goroks Basis Level 2 besiegen. Ja, aber ich würde sagen, wir bauen noch die Hornets fertig, oder? Was meint ihr? Ja, das Gebäude, das Modul wird ja noch gebaut. Ihr könnt mir auch mal Freundschaftsanfragen schicken. Ich weiß nicht, ob ich schon welche hab. Das hat ja irgendwie hier alles zurückgesetzt. Ist ein bisschen kacke. Naja, was soll das? Kann jetzt auch nichts tun. Hier sieht man, wie viele Sachen ich gleichzeitig bauen kann. Das kennen wir aus Good Game Empire. So, Goroks Level 2. Machen wir das zu. Gehen hier drauf. Wo ist er? Ach, da. Zack, angucken. Und dann machen wir das. Und dann nehmen wir Max. Sind es denn die? Ich habe doch neue gemacht. Ah, das sind die. Ich kann gar nicht mehr machen. Ah doch, ich kann bestimmt hier.
Ne, ich kann keine zwei Angriffswellen machen. Schade. Das wäre doch mal was gewesen, oder? Weniger. Ich würde gerne noch mehr machen. Einheiten demnächst verfügbar. Ne, mehr kann ich gar nicht schicken auf einmal. Ja. Oh, ich werde eine verlieren. Nein! Meine schönen Hornets. Oh, der Turm macht ganz schön Schaden hier, ne? Oh, jetzt geht's aber immer schnell. Nur der Turm hat relativ viel Life. Jetzt kriegt's die Hauptzentrale. Und damit hat er nichts mehr Saft, glaube ich. So, die Fabrik hat noch ein bisschen Life. Sehr gut, das haben wir auch geschafft. Die Mission hätten wir auch erledigt. Abholen, sehr gut. Jetzt haben wir vier neue. Glückwunsch, danke, danke, danke. Was haben wir denn hier? Gebäudebau und Titanwerk und Siliziumschmelze. Lass uns mal gucken hier, was ist denn das? Aha. Fabrik, Hangar, Support, Geschützturm, Supportzentrum, was ist das? Öffentliche? Nee, das... Was soll das hier? Gebäude bauen? Forschungszentrum auf Stufe 2. Das ist doch mal was wir auf jeden Fall direkt machen können. Das ist das hier und dann ausbauen. Das läuft jetzt 2 Minuten 26. Mehr kann ich leider nicht machen. Zusätzliche Slotplätze für 625. Nee. Sehe ich jetzt nicht eine faszinierende Mission annehmen. Die nehmen wir an. Einmalige Spende Energie 9. Ja, habe ich gemacht. Sehr schön. Nehmen wir gleich auch mit. Was ist das hier? Professor, ich brauche Ergebnisse. Ja, weiter. Zack. Goroks Basis ansehen. Goroks Basis Level 4 besiegen. Hornet konstruieren. Gut, das heißt, wir müssen also erstmal wieder ein paar Hornets bauen. Maximal konstruieren eine. Mehr können wir auch gerade gar nicht machen. Gebäude auf Stufe 2, das machen wir ja auch gerade schon. Gebäude bauen Titanwerk. Okay, haben wir das schon. Siliziumschmelz, okay, wir haben hier was Neues. Gebäude auf Stufe 2 ausbauen, Silo, ja. Aber das kann ich jetzt leider nicht machen, weil, seht ihr, man kann nur eine Sache gleichzeitig bauen. Ich würde sagen, wir gucken uns noch die Basis Level 4 an. Das ist ja, was die hier wollen, ansehen. Zack, Fortschritt, seht ihr. Goroks Level 4 besiegen. Aber jetzt ist die Frage, ob ich das schaffen würde. Ich glaube, ich habe doch genug Hornets, oder? Maximal. Aber komm, das versuchen wir doch direkt, oder? Ich würde sagen, wir versuchen das einfach. Oh ja, 90, aber gut, den Turm kriegen wir platt und dann schaffen wir das auch. Und wenn nicht, kann ich ja noch welche nachschicken, das müsste ja dann gehen, oder? Was meint ihr? Jetzt sollten wir aber mal langsam ein bisschen da... ein bisschen Schaden reinhauen, weil der Turm macht schon ordentlich was da. Na komm, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch, dann verlieren wir auch nichts. Jawoll! Sehr schön. Sehr schön, da ist auch kein Turm mehr, ne? Das schaffen wir echt. Sind das noch 8 oder sind das... Ach, die sind ineinander. Die stacken, sozusagen. So, das kriegt noch einen Schuss weg da vorne. Jawohl, geschafft. Sehr schön. Hornet konstruieren. Ja, weil wir jetzt wahrscheinlich welche verloren haben. Das weiß der. Wir können allerdings gerade nichts konstruieren. Jetzt können wir eine machen, oder? Warum können wir jetzt keine bauen? Weil ich schon zu viele hab? Ne, ist da lächerlich. Jetzt haben wir es da fertig. Hier, zack, abholen. Gebäude bauen, Siliziumschmelze. Wo haben wir sie denn? Raumhafen, Silo, Fusion, Siliziumschmelze. Heiliges Blechlein. Schaut sie euch an. Da ist sie. Dauert nur 45 Sekunden. Allerdings will ich mal sehen. Ich würde gerne Hornet bauen, aber ich kann jetzt gerade nicht, weil ich glaube ich schon zu viele habe, oder? Also mal gucken hier. Sofort kaufen. Hangar ist maximal ausgelastet. Ja, das ist natürlich beschissen, ne? Da müssen wir erst den Hangar upgraden. Und den bauen wir mal auf, oder? Sollen wir den selber, soll ich das selber machen einfach?
Naja, ich würde sagen, wir machen die Quest hier jetzt noch fertig. Was haben wir hier? Gebäude Stufe 2. Das aktivieren wir dann direkt danach. Und zwar jetzt. Genau. Siliziumschmelze ausgebaut. Sehr schöne Sache. Machen hier auf Abholen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder mit Good Game Galaxy. Diesmal haben wir wieder einen Account. Mein Name ist Tim und ich bin raus.